Ich habe eine einfache Linienzeichnung hergestellt, also einfache Linien. Habe das mit Ablage, Bibliotheken und Objekte, Auswahl, diese Auswahl da hinten, sichern als Objekt gemacht. Und das Objekt habe ich dann eingesetzt, also Lytics-Element. Dann habe ich es geöffnet und bekomme so einen, das was jetzt blau ist, diesen 3T-Text automatisch mit dem Befehl Linie von x-Koordinate, y-Koordinate nach x-Koordinate, y-Koordinate und so weiter. Die paar Linien, die ich habe. Dann habe ich diesen Text, Steuerung C, kopiert, habe ihn ins LibreOffice übernommen. Ich mache mal ein neues Sheet mit Steuerung V. Da muss man natürlich dann aufpassen, separate Options, zum Beispiel separated by tab momentan by space, und dass er die Sachen wieder rausnimmt, was dazwischen ist, dann bekommt man hier schon eine Vorschau, das kann man dann übernehmen. Also so habe ich es einfach gemacht. Ich gehe nochmal zurück und habe mir das hier so übernommen. Dann habe ich das Ganze als Text, also die ganze Tabelle, Steuerung 1, als Text formatiert. Und dann habe ich es zur Übersichtlichkeit halber einfach auf zentral gestellt, damit man es gut lesen kann, weil sonst kommt man durcheinander. Also, das ist die Ausgangsbasis. Dann muss ich das natürlich für einen 3D-Befehl, das ist ein 2D-Befehl im ArchiCAD, und das wird der entsprechende 3D-Befehl, die Lin und Underscore. Natürlich brauche ich dann nicht mehr zwei Koordinaten, sondern drei Koordinaten. Das heißt, ich brauche eine neue Spalte. Und dann brauche ich wieder X, Y und dann Z. Das würde dann im 3D funktionieren. Wobei, es müsste hinter jeder Zahl ein Komma sein. Das Komma ist natürlich ein Punkt in ArchiCAD und dann wieder ein Komma zum Beenden. Das heißt, man muss das etwas umformatieren, die ganze Geschichte. Auch beim 3D natürlich hinterbei ein Komma da. Wieder ein Komma hinterbei, wieder ein Komma hinterbei. Und beim letzten Befehl keines mehr. Das müsste man irgendwie automatisieren können, dass man das automatisch übersetzt in so etwas. Und dann möchte ich es natürlich dann im 3D auch noch anfassen können. Das bedeutet, ich brauche dann noch hinten eine fortlaufende ID-Nummer. Das heißt, hier habe ich keine Kommas, hier brauche ich wieder Kommas, weil hinterbei noch eine ID dazu kommt. Und das könnte man dann einfach schnappen, kopieren und im 3D-Skript wieder einfügen. Dann könnte man noch ein Rot X dazufügen, Rot X 90. Wenn ich es prüfe, habe ich es okay, dann speichere ich es ab, Steuerung S, dann gehe ich in den Grundriss. Hier, mein Element ist hier gleich geblieben, aber Steuerung 3 im 3D hätte ich dann eine senkrecht stehende Zeichnung, die ich anfassen kann, wo ich Endpunkte und so weiter erwische. Das müsste man irgendwie automatisieren können, dann hätte man wirklich zum Beispiel die Möglichkeit, eine Schnittzeichnung, die man vielleicht als DXF bekommt, ins 3D zu geben, und da könnte man dann mit Morphs oder mit anderen ArchiCAD-Elementen in 3D nachzeichnen, irgendwelche Großgrößen hinziehen und so weiter. Es wäre nur mal so eine ganz, ja, sagen wir mal, eine unreine Idee, wie man das in den Griff bekommen könnte, eine 2D-Zeichnung in 3D umzusetzen. Und das müsste eben über irgendeine Automatik funktionieren, wo man eben den Text, so wie ich es hier manuell im LibreOffice gemacht habe, wo man das einfach automatisch dann in das andere Format bringt, damit es im 3D funktioniert. Von Textprogrammierung außerhalb von ArchiCAD habe ich leider keine Ahnung, aber vielleicht gibt es Leute, die hier so Patches machen können. Das wäre natürlich dann toll, weil hier mit den paar Linien, das ist ja kein Problem, aber wenn ich eine echte Zeichnung aus Linien habe, die könnte ich in ArchiCAD durchaus filtern, dass ich wirklich, wirklich nur Linien habe, dann müsste es doch möglich sein, so etwas zu automatisieren. Gut, das ist eben so meine Idee mal. Gut, danke für Ihre Aufmerksamkeit.